Wir kommen zum Zwischenruf. Endlich sind Ferien. In den Ruhezeiten, in den Ferien, im Urlaub sind viele Menschen besonders offen für Religiöses. Das meint weniger die Besichtigung von Kirchen im kulturellen Sinne. Angebote der Urlauberseelsorge wie in Gran Canaria in der ganzen Wintersaison werden gerne angenommen. Ferien und Urlaub sind Unterbrechungen des Alltags. Da klingt die berühmteste, kürzeste Definition von Religion nach Johann Baptist Metz nach. Unterbrechung. Rituale des Innehaltens im Alltag sind in allen großen Religionen bekannt. Im Judentum kennen wir den Sabbat, im Christentum den Sonntag, im Islam das tägliche fünfmalige Gebet Richtung Mekka. Ja, genau in diesen Zeiten wird überdacht, was ist das alltägliche Hetzen, das Mühen, das Leistungsdenken oder der Konsum. Ferienzeiten haben eine ähnliche Funktion wie die Religion. Nach Monaten des Fern- und Wechselunterrichts oder der Betreuung zu Hause können Kinder und Erwachsene endlich einmal loslassen. Ferientage können kreative Ruhetage sein. Ja, wir kennen das aus der Bibel. Die Schöpfungserzählung enthält bereits den grundlegenden Hinweis. Gott ruhte am siebten Tag aus und segnete ihn. Erst die Unterbrechung, das Innehalten lässt das Geleistete ganz da sein, erinnert daran, wofür und wo wir eigentlich leben und was jenseits all des Dringlichen ist, was wir zu erledigen haben. Ein Ende des Kindergarten- oder Schuljahres ist wie ein Tor zu diesem Eigentlichen. Dabei helfen echte Erlebnisse jenseits von Bildschirmen. Nicht nur Kinder brauchen die Erfahrung, dass sie im Leben selbst etwas schaffen, selbst etwas gestalten können. Im Urlaub ist mehr Zeit dazu, etwa einen schweren Aufstieg zu meistern und die Welt von oben zu betrachten. Das hilft, unsere schöne Welt wieder als Geschenk zu erleben. Beim Übernachten unter freiem Sternenhimmel können Kinder sich zum Beispiel die biblische Geschichte von Abraham und Sarah erzählen lassen. Im zweckfreien, aber keineswegs sinnlosen Tun und Erleben kann dann etwas aufscheinen, was im Leben trägt und hält. In diesem Sinne, schöne Ferien, erholen Sie sich gut. Ausschluss, Amen.